So, und weiter geht's mit Let's Beep. Nee, Entschuldigung, aber das nervt einfach, dieses Geräusch, und ja. So. Aha. Wir sind in einem Raum gelandet, den wir noch nicht kennen. Das ist sehr interessant. So. Aber wir ahnen, was wir hier tun müssen. Zumindest ich tue das. Oh, verdammt. Na gut, so geht's auch. Hoffe ich. Oh. Ich habe zwar die Tasten verwechselt, aber ausnahmsweise ist das mal nicht schlimm gewesen. So. Nee, verdammt, so ist falsch. Eigentlich muss ich auch gar nicht alle machen. Moment. Ach. Komm schon. Ich will ihn da reinkriegen. Ah. Ja, so geht's auch. Okay. Dann ziehen wir das hier raus. So. Warum wird Link eigentlich so rot? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, aber man kann es auch übertreiben. Okay, obwohl, wenn ich mal seine Energieleiste so ansehe, besonders bei Kräften ist er ja nicht mehr. Okay, das dachte ich mir. Wo geht's jetzt hin? Das kommt mir bekannt vor, aber ich gucke mich erstmal hier um. Ich glaube, ich will erstmal hier hin. Ein Glücksfragment. Okay, war nicht so wichtig. So, ich hoffe, die Fledermäuse geben mir Herzen. Die nicht. Okay. Und ich hoffe, sie geben mir nicht eins auf die Nuss oder so. Weil, ja. Das wäre für mich fatal. Noch ein Glücksfragment. Okay. Zwei Glücksfragmente in einem einzigen Raum. Hm. Gut, der einzige Weg, der uns jetzt noch bleibt, ist hier. Okay. Da spare ich mir auch wieder den Griff zum Magiekrug und... Ah, ein Herz. Sehr schön. Hm. Da ist die Tür zum Bossraum. Interesting. Und ich habe eine Vermutung, was ich hier machen soll. Wobei, es gibt zwei Möglichkeiten, aber ich probiere erstmal die eine aus. So. Ah, Skills. Habe ich zum Frühstück gegessen. Oh, noch ein Teleporter. Mal gucken. Ja, wie ich mir dachte. Und wenn ich schon mal hier bin, gucke ich auch gleich meine Herzen. Ja, hier sind auch welche drin. Ich glaube, das ist immer so an den Anfangsräumen von einem Dungeon, kann das sein, dass da immer Herzen in den Krügen sind. Ziemlich gute Idee. Ich glaube, jetzt verstehe ich auch das System einigermaßen. Der blaue Teleporter bringt einen immer in die Nähe des Zwischenbosses. Und der rote vor die Bosstür sozusagen schon. Oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das in dem... Damn. In dem anderen Dungeon war. Okay, jetzt kann ich hier einfach so drauf bleiben, denke ich. Nur nicht zu lange. Und ich hoffe, beide kommen wieder. Aber das tun sie, glaube ich. Ja, tun sie. Da, da, da. So, ich will auf dich rauf. Und ich fehle. Nein, ich fehle zweimal. Aber jetzt ist er immer noch umgedreht. Aber ich kann dir in der Zwischenzeit was erzählen. Also, in der Zeit, wo mein PC kaputt war, konnte ich ja immer noch ins Internet, weil meine Wii online fähig ist, zum Glück. Wenn nicht, würde ich wahrscheinlich ausrasten. Nein! Totaler Fail. Naja. Jedenfalls habe ich dann halt über meine Wii ein bisschen die Let's Play-Szene verfolgt. Und da war überraschenderweise gerade... Nein! 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 Oh Mann! Oh. Er war überraschenderweise gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht ins Internet konnte. Also, ich konnte... Ach, verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls war da ja gerade zu der Zeit relativ viel los in der Let's Play-Szene. Ich sag nur Dusselchen, Roxas und so weiter. Ja. Aber ich bin froh, dass ich die Sache einigermaßen beruhigt hat. Nein. Oh, Mann. Ich
so wie ich mich anstelle, ist das viel schwieriger, als es eigentlich sein sollte. Yep. Okay, ich mach's mir mal jetzt einfacher. So. Nein. Vielleicht sollte ich meinen Tasten doch wieder umverlegen. Ja, mach ich mal eben. Dann kommt jetzt hier das... Ja, genau, so. Toll, jetzt habe ich mich aber daran gewöhnt. Es ist doch ein Teufelskreis. Okay. So. Warum geht das so schnell unter? Ist doch nicht normal. So. Nein! Ja, das könnte jetzt noch eine Weile dauern, ne? Nur damit ihr es wisst. Es könnte auch sein, dass ich gleich sterbe und alles von vorne machen muss. Beziehungsweise einen ziemlich großen Teil. Obwohl, ich habe ja einen Teleporter, also... Es wird immer wahrscheinlicher, dass ich das machen muss. So, warten wir einfach mal ab. So, das umzudrehen ist auch nicht schlecht. Aber das war schlecht. Ich wusste es. Bin ich nicht gut. Naja, speichern. Und weiter. Weil wir haben noch ein paar Minuten. So, dann hol ich mir erstmal ein paar Herzen. So. Ich überlege gerade, wie lange ich jetzt noch aufnehmen soll, weil, also jetzt ist gerade Sonntag. Das werde ich am Montag hochladen. Also morgen. Also für euch heute. Gestern war heute, aber noch morgen. Müsst ihr verstehen. So, Zwischenstopp. Ja. Also jedenfalls am Dienstag kann ich wieder aufnehmen. Und dann muss ich gucken, wie ich das arrangiere, weil ich will auch demnächst mit meinem zweiten Projekt anfangen. Und zwar habe ich mich für Metroid Fusion entschieden. Wurde mir eigentlich als einziges vorgeschlagen und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht? Mache ich das mal. Noch gespannt, was mich da so erwartet in dem Spiel. Hey, ich habe es geschafft. Okay. Herz, sehr schön. Mehr wollte ich nicht. So. Also demnächst geht's los mit Metroid Fusion bei mir. Ihr dürft euch drauf freuen, wenn ihr es mögt. Wenn ihr es nicht mögt, dann freut euch nicht. Ist nicht mein Problem. So. Gehen wir die Sache einfach mal mit Hirn an. So nämlich. So sollte es ganz einfach sein. Also. Geht doch. So. Und jetzt? Ah. Verstehe. Ich könnte da hoch. Oder ich könnte hier lang. Ich glaube, jetzt plötzlich erscheint mir die erste Option sympathischer. Aber egal. Ich habe ein Glücksfragment bekommen. Ich bin glücklich. Versteht ihr? Glücksfragment? Glücklich? Hahaha. Nicht. Naja. Kann ich so in den Wirbelsturm springen etwa? Boah, ich bin ja so gut. Okay. Mein Gefühl sagt mir auch, ich komme dem Dungeon Boss immer näher. Ich weiß zwar nicht wie nah, aber Moment. Was bringt mir das jetzt? Ah. Ich muss das nur rechtzeitig schaffen, oder? Aha. Verstehe. Gut, wo bin ich jetzt? Da bin ich jetzt. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Wo hole ich jetzt hin? Ah. Hier gab es ja sehr viele Wirbelstämme, wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss es nur schaffen. Obwohl, hier mache ich mal einen kleinen Zwischenstopp. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Fahrt noch dauern wird und ich muss gleich wieder schneiden. Ich glaube, einen Part nehme ich noch auf und dann kann ich es auch gut sein lassen für heute. Dann habe ich wieder einiges geschafft und kann das, was ich in einen Wochen verfasst hat, einigermaßen wieder aufholen. Also, bis dann!